Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Unboxing-Video und zwar, vielleicht habt ihr das mitbekommen, man konnte für kurze Zeit bei DM eine DM-Lieblinge-Box kaufen und zwar die Pink Edition. Und das habe ich getan und würde euch gerne den Inhalt zeigen. Und ja, wenn euch das Video interessiert, wenn euch interessiert, was in der Box enthalten ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt und viel Spaß beim Video. So sieht die ganze Box aus, also wirklich sehr schön pink. Und da steht auch nochmal Hashtag Pink Edition drauf. Und dann ist das hier nochmal so schön verpackt. Und was richtig süß ist, ist, dass das nochmal so verpackt ist. Also nicht in so einem ganz normalen Karton, sondern man kann diesen Karton hier quasi nochmal als Aufbewahrung verwenden, weil das hier so schön mit so einem Fach ist. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Als erstes habe ich hier eine Karte mit den ganzen Produkten. Da schaue ich jetzt aber nicht rein und lass mich mal überraschen. Und beginnen tun wir mal mit einer Make-up-Tasche. Hier steht drauf I Love Make-up von Essence. Und ja, finde ich an sich sehr süß. Klein und kompakt, da passt bestimmt einiges rein. Das wird man so wahrscheinlich gar nicht denken. Und ja, finde ich eine süße Idee zum Reisen oder wenn man mal irgendwie eine Nacht woanders schläft, ist das wahrscheinlich ganz praktisch. Dann mache ich weiter mit einer Balea Term Perfection feuchtigkeitsspendende Tagescreme. Und hier freue ich mich sehr drüber, weil diese Creme wollte ich schon sehr, sehr lange mal ausprobieren, habe mir die aber nie gekauft. Und ja, das ist für makellose, schöne Haut mit Mikropigmenten. Und ja, bin ich wirklich sehr gespannt drauf und freue ich mich total drüber. Weiter mache ich mit einem nächsten Produkt, was ich mir auch schon öfters mal kaufen wollte. Vielleicht nicht in dieser Geschmacksrichtung, aber ich wollte es unbedingt mal probieren. Und zwar spreche ich von einem EOS Lip Balm. Und ja, jetzt hatte ich hier einen in der Box drin und kann das Ganze auch mal testen. Und das ist jetzt hier Strawberry Sorbet. Und ja, bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Das ist ja, ich bin eigentlich die Letzte, die das wahrscheinlich noch nie probiert hat. Aber dennoch, jetzt bin ich auf den Zug aufgesprungen und kann auch mal dieses Produkt testen. Weiter geht's mit einem Produkt von Tracklemoon. Und zwar habe ich hier eine Körpermilch, The Raspberry Kiss. Und ja, ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Ich hatte davon schon mal eine Mini-Probe. Und ja, bin ich super begeistert. Das ist natürlich auch mit 4 Euro ein stolzer Preis. Aber ich denke, mit dieser Menge hat man auch sehr lange was davon. Und ja, jetzt habe ich erstmal eine große Verpackung. Und ja, freue ich mich auch sehr drüber. Als nächstes habe ich ein weiteres pinkes Produkt. Und zwar habe ich hier Invisibobbles in Pink. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so meine Farbe als Haargummi, aber ich denke mal, die kann man trotzdem verwenden, auch wenn es nur für zu Hause ist. Die sind ja sehr, sehr gut. Hatte ich auch schon welche in Verwendung und ja, freue ich mich auch sehr drüber. Auch hier haben wir einen stolzen Preis von 5 Euro und ja, freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Invisibubbles Haargummis haltet. Ich finde sie super und sie macht die Haare einfach überhaupt nicht wellig oder kaputt oder so. Und ja, deswegen freue ich mich sehr. Dann kommen wir mal zu einem Lippenprodukt. Und da habe ich hier von Essence einen XXXL Shine Lip Gloss in der Farbe 36 Popping Pink. Und das ist wirklich ein richtig schönes, knalliges Pink. Und das passt natürlich super in die Box. Freue ich mich auch sehr drüber. Ich werde mal gucken, ob mir die Farbe steht und ja, dann mal gucken. Dann haben wir noch ein Lippenprodukt und zwar von L'Oréal Paris, ein Sexy Balm. Hier ist das Finish Sheer und ja, das ist die Farbe 103 und das ist auch ein passendes Pink für die Box. Dann habe ich hier noch so ein kleines Päckchen, auch mit weiteren Produkten und da schauen wir jetzt auch mal rein. Und als erstes greife ich hier ein Blush raus und zwar von Maybelline New York in der Farbe 80 Dare to Pink. Und auch hier haben wir einen richtig schönen Pinkton und ich finde, das ist ein perfekter Blushton. Werde ich auch mal ausprobieren. Ich hoffe, der ist nicht zu stark pigmentiert. Da muss man wahrscheinlich auch sehr, sehr gut aufpassen. Aber freue ich mich auch sehr drüber. Weiter geht's mit einem Lieblingsprodukt von mir und zwar einem Nagellack und zwar auch noch von einer Marke, die ich auch sehr lieben gelernt habe und zwar die Manhattan Last and Shine Nagellacke und hier haben wir die Farbe 310 I Can I Will
Und auch hier gefällt mir die Farbe schon mal sehr, sehr gut in der Flasche. Und ja, habe ich auch noch nicht in der Sammlung, freue ich mich natürlich umso mehr drüber. Und den werde ich auf jeden Fall nachher direkt mal ausprobieren. Ich habe mir zwar erst die Nägel lackiert, aber egal, ich will die Farbe ausprobieren und ja, ich hoffe, sie gefällt mir auch auf den Nägeln. Ja, und dann haben wir noch ein Lippenprodukt und zwar von Astor. Und hier haben wir die Farbe 200 Forever Pink. Und ja, hier ist die Farbe sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das hat so einen leichten Schimmer mit drin und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Auch hier ist die Farbe sehr, sehr knallig und da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob mir die Farbe stehen wird. Weil ich habe eigentlich wenige Lippenstifte, aber jetzt bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen und ja, freue ich mich drüber. Kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt und zwar haben wir hier ein kleines Armbändchen mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Das ist so ein rosanes Bändchen mit einem kleinen Anhänger, wo dann Love draufsteht. Finde ich ganz niedlich, sehr dezent, aber schön. Und ja, mal gucken, ob ich das irgendwann mal tragen kann. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und das ist ein bisschen untypisch für DM, beziehungsweise für so eine Box. Und zwar haben wir hier ein Notizbuch, auch natürlich in Pink mit so einem Flamingo drauf. Natürlich auch sehr, sehr praktisch. Da kann man natürlich sehr viele Informationen reinschreiben, Videoideen oder so. Dieses Notizbuch werde ich sehr wahrscheinlich natürlich auch für YouTube benutzen, um Videoideen oder sonstiges reinzuschreiben. Freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Ja, und dann sehe ich hier noch drei Postkarten und die sehen so aus. Das ist einmal hier mit so einem Kussmund und dann haben wir hier einmal ein Herz mit Pink und Hello Miss Beautiful. Finde ich natürlich auch sehr, sehr niedlich. Kann man einfach mal einen lieben Gruß verschicken. Und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ja, meine Lieben, das war's mit der Box. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr zu den Produkten sagt. Ich verlinke euch alle Produkte nochmal in der Infobox, beziehungsweise auch die dazugehörigen Preise. Ich bin mal sehr gespannt, ob es nächsten Monat, beziehungsweise jetzt die nächsten Male wieder eine Box zu kaufen gibt, weil die Box hatte ja jetzt einen langen Aussetzer. Man konnte sie nicht mehr gewinnen. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Würde ich mir wahrscheinlich nochmal kaufen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir euer Feedback in den Kommentaren da. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!